Schnell zu, Margot. Du kannst jetzt nicht mehr zurück, nicht mehr weglaufen und auf keinen Fall zeigst du ihm, dass du Angst hast. Na gut, auf geht's. Sie gehen ja jetzt gegen Juden vor, das muss beängstigend sein. Wir müssen verbergen, auf welcher Seite wir stehen, sonst überleben wir nicht. Miep, worum ich sie bitte, ist gefährlich. Wenn man sie erwischt, wird man sie verhaften oder noch schlimmer ist. Helfen Sie uns dabei, uns zu verstecken. Sie sollten in Ruhe darüber nachdenken. Muss ich nicht. Was soll ich tun? Kann ich Ihnen helfen? Sagen Sie mir, wo ich Otto Frank finde. Wolltest du es mir irgendwann sagen? Er ist mein Chef und mein Freund. Was hätte ich bitte tun sollen, als Herr Frank mich fragte? Nein, sag! Mich fragen! Ich dachte nicht, dass ich dich fragen muss, bevor ich mich dazu entschließe, jemandem das Leben zu retten. Die Menschen haben wirklich alles verloren und leisten dennoch Widerstand. Und ich muss auch Widerstand leisten. Wir entfachen ein Feuer. Ich muss mich erinnern, dass alles mal gut war, damit ich dann glaube, dass es wieder so wird, wenn es vorbei ist. Wir entscheiden selbst, wann wir sie bekämpfen. Die Entscheidung werden wir nicht denen überlassen. Meine Aufgabe ist es, meine Familie zu beschützen. Mein Tagebuch ist wichtig für die Königin. Ich bin auch schon neugierig darauf. Anna, geh darüber. Wir können nicht alle retten. Aber wenn ich es nicht versuche, dann schaffe ich es, glaube ich, nicht, mich noch zu ertragen.